Ja, liebe Freunde, das wäre jetzt eigentlich ein Beitrag aus einer normalen Ernte zu der Jahreszeit. Das heißt, ich bin jetzt hier Stroh am Pressen. Ich bin wieder zu Hause in Köln. Und hier hat es zwar gestern geregnet, aber nicht viel hier in der Ecke. Und dementsprechend bin ich jetzt am Pressen mit 8,6% Feuchtigkeit. Ja, das mit dem Familientag hat nicht ganz hingehauen. Und wir brauchen einfach gutes Stroh für unsere Pferde. Und die nächste Woche ist wechselhaft gemeldet. Dementsprechend probieren wir hier ja noch was zu erreichen. Von meiner Seite aus heute der Tag. Ich fand das super mit der Gruppe, die gespielt hat. So eine Abwechslung muss sein. Ich war wieder geschockt, als wir Richtung Dernau gefahren sind, weil es einfach unfassbar schlimm da ist. Und ja, ich kann nur allen Kollegen Dank sagen, die da sind, weil die werden jetzt normalerweise alle in der Ernte und werden dann eben vertreten. Okay, die Presse stand jetzt zu Hause. Die anderen Mitarbeiter sind bei Kerpen am Pressen, Eulage. Und ich werde jetzt mal absteigen, mir die Ballen angucken mit dem Messgerät. Also das hier ist eigentlich der Job, den ich normalerweise mache, in der Ernte mitarbeiten. Und ja, wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Vielleicht wird es mal stehen und muss mal absteigen und mal die Feuchtigkeit kontrollieren. Ich nehme euch einfach mal mit. Wen es interessiert, der kann ja dranbleiben. So, Ladefahrzeuge sind auch schon unterwegs und kommen hier hin. Ja, das ist mein Arbeitsplatz jetzt. Wenn ich Glück habe für die nächsten Stunden, so lange bis der Tau reinkommt. Und dann hören wir auf. Da hinten ist schon ein Ladefahrzeug angekommen. Und ich messe jetzt hier die Feuchtigkeit. Wie gesagt, das sind normal die Videos, die ich so im Sommer mache, um einfach die Sachen zu erklären. Viele sagen ja, ich werde Erklärbär. Und hier ist die Feuchtigkeit. Alles bis 15-16% ist okay. Ich presse am liebsten um die 10%, dann haben wir kein Risiko. Ja, wir haben extrem guten Strohertrag hier in der Ecke und fühlt sich okay an, das Stroh. Die Ernte ist wirklich gut, da wo wir keine Überschwemmungsprobleme haben. Hier ist die A57, hier ist Köln in die Richtung, hier ist Köln-Weiler. Und ja, von meiner Seite aus drücke ich euch die Daumen, dass ihr noch viel geschafft kriegt heute. Und wir bleiben einfach am Ball. Ob ich morgen mit dabei bin, kann ich nicht sagen, weil wenn das Pressen geht, muss ich hier zu Hause was machen. Und würde aber, sobald ich wieder Luft habe, auf jeden Fall mit dabei sein. Einmal Stroh rumklappen, kennen die Berufskollegen. Einmal die Griffprobe, wenn es ein bisschen knackig ist oder wenn es sich anfühlt wie Gummi, kann man es vergessen, aber das scheint alles okay zu sein. Ja, in dem Sinne, wirklich, ich finde es so mega, was hier passiert ist. Was die Hilfsbereitschaft angeht, was natürlich passiert ist, das Unglück, die Katastrophe. Es wäre schön, wenn das nicht passiert wäre. Es wäre aber dann auch schön gewesen, wenn wir vielleicht diese Gemeinschaft, die wir jetzt haben, anders gefunden hätten. Aber ja, in dem Sinne, ich schwing mich auf meinen Bock, wie man so schön sagt, und press weiter. Bis dann. Tschüss.